Herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic 1 mit Arezu. Ich bin Arezu und ich muss hier mal ein paar Medipacks einwerfen. So. Aha. So. Ja. Und Bastila braucht kein Medipack. Sie kann einfach einen Levelaufstieg machen. So, ich denke Weisheit war für Macht, ja. So. Fähigkeiten. Heilen ist eigentlich ganz gut und Bewusstsein könnte man ihr auch geben. Oder? Achso, nehmen wir mein Bewusstsein. Was? Mein Bewusstsein ist wirklich nur das, wonach es klingt. Dann geben wir ihr auch Heilen. So. Kräfte! Jetzt können wir endlich Machtkräfte benutzen. So, und ich habe versprochen, es wird Blitze geben. Jetzt gibt's Blitze. So, ich könnte sie direkt nochmal aufleveln lassen, aber ich warte damit lieber, damit wir auch tatsächlich die Level, das High-End ausnutzen. Bei ihrem Solo-Modus? So. Okay. Ja, gut. So, damit haben wir das. Was war doch gleich das Ziel hier? Ah, Moment, das kenne ich hier schon. Okay. Da gucke ich nur, ob ich hier eine Tür vergessen habe. Oh, Moment, das kann ich auf der Karte. Ja, hier habe ich definitiv Wege vergessen. Dann gucke ich aber erstmal, ob es auf der anderen Seite genauso weit reingeht. Den Grundriss der Basis habe ich nämlich nicht mehr wirklich im Kopf. Dafür ist es schon zu lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ein paar Minen, sehr schön. Ich mag Minen. Ein Raumanzug, den brauche ich jetzt nicht. Obwohl ich hier durchaus von Raum zu Raum gehe. Und... Hey, nicht einfach schießen, das ist doch gemein. Bastila, los, schick Blitze. Angriff abbrechen und Blitze schicken, los. Tja, läuft doch. Blitze machen alles besser. So, ich muss aber ab und zu mal speichern, weil Cars und wo ich nicht so, oh Gott, so ganz gesund sind. So, machen wir das so und betäuben, an sich eine schöne Fähigkeit, aber, oh, keine Machtpunkte mehr. Ja, da habe ich ein klein bisschen gefailt. Aua. Gut, Medipack. Und Medipack. Hier, fangt. Wenn die Granaten werfen, werfe ich auch Granaten. Der Unterschied ist, ich treffe. Verdammt. Gut. Schnell speichern hier. Gut, merke, keine Granaten reinwerfen. Ah, nein, verdammt, falsches Medikit. Warum schaltet sich das eigentlich dauernd auf das Gift-Medikit hier oben? Okay, da machen wir einfach mal auf und diesmal handeln wir ein bisschen anders. So, da machen wir den. Hier machen wir den. Und... Bastila. Nein, okay. Uiuiui. Die werfen ja trotzdem Granaten. So, Unruhe. Na, wie war das? Tja, so läuft's besser. Zack. Kas, steh auf, du fauler Kerl. Kann ja wohl nicht sein, dass wir hier als Nahkämpfer an der Arbeit machen müssen. Oh, Zugangskarte, das ist doch nett. Ich glaube, das war auch das, weswegen wir hier waren, oder? Moment.
Wenn du Militärstützpunkt testest, die entsprechend Startcodes besorgst. Achso, nee, Zugangscodes und Startcodes sind ein Unterschied. Kein großer, aber es gibt einen. So, speichern. Aufmachen. Oh. Hallo. Oh oh. Okay, wir haben hier einen Droidenboss, dann wechseln wir am besten mal auf Ionenwaffen. Ich hoffe bloß, ich habe einige. Ich habe nicht wirklich viele. Ich habe nur einen. Ne. Oh Gott. Das ist ganz schlecht. Ja. Dann... Den Schock hätten wir, den Machtstoß. Ja, der Schock wird dann das sein, was wir jetzt benutzen müssen. Kämpfe ich hiermit so und... So. Okay, wir können zumindest ein bisschen Schaden machen. Das ist ja schon mal was. Und da geht der erste down, oder? Oh. Und ich habe den falschen übernommen. Die falsche. So. Klar. Na, nicht einfach meine Leute töten. So, dann nehmen wir hier mal ein Medikit. Cast darf auch eins nehmen. Aber der Kampf geht erstaunlich gut. Ich meine mich zu erinnern, dass es... Aua. Ein sehr, sehr nerviger Kampf war. Krass, nimm mal noch ein Medikit. Bereit. So. Er hat ja den Disruptor, der geht auch durch die meisten Schilde erstmal durch. Ist ja eine verdammt gemeine Waffe. Aua. Aua. Aua! Aber kein Problem, jetzt haben wir ihn. Passt. Problemlos. Moment, da gibt's ja noch was. Oh, Schutztürme, okay. Tja, gut zu wissen. Dann erledigen wir die jetzt. Ist ja kein Problem. Und los. Masse fertig, Kars. Los! Du bist ein ausgebildeter Kämpfer der Republik. Bitte, mach! Zeig, dass dein Ausbildungsgeld nicht vollkommen verschwendet war. Und? Runter damit! Runter damit? Das ist doch schon unten. So, sehr gut. Der hat bestimmt epischen Loot. Ich will jetzt epischen Loot. Aber ich will auch Heilung. Deswegen machen wir mal den Level ab. Stärke ist doch was Gutes. So. Fähigkeiten. Packen wir Heilen wieder hoch. Können wir gut gebrauchen. Talente. Oh, wir können jetzt schon den starken Angriff Meister machen. Sehr gut. Damit dürften wir richtig viel Schaden machen, wenn wir es denn einsetzen. So. Heilen packen wir wieder ein bisschen hoch. Kräfte, es gibt eine Fähigkeit, an die ich mich erinnere, die ich ihr jetzt mal beibringen möchte. Hier, Droiden betäuben. Das wird später zu Droiden deaktivieren und zu Droiden zerstören. Erstmal natürlich betäuben. Eine sehr praktische Fähigkeit, weil, nun ja, die Droiden betäubt. Ja? Und Droiden sehr lästige Gegner sein können, wie wir hier eben gesehen haben. Obwohl, eigentlich so schlimm war er gar nicht. Der war früher irgendwie schlimmer. Wahrscheinlich, weil ich da nicht auf... Ionenwaffen gewechselt habe direkt. Beziehungsweise auf die eine Ionenwaffe. Was wollte ich? Ich wollte speichern. Ein Aufzug in die SIS-Basis. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal hier weiter erforschen. Also ich will weiter erforschen. Ob ihr weiter erforschen wollt, weiß ich nicht. Transformator. Der macht nichts. Okay. Kann man die alle auswählen? Also, nee, anvisieren? Nee, dann wird das ein Bug sein. Die Dinger kann man ja überladen.
wenn man mit der Kamera rangeht. So, da lang müssen wir. Oder die Tür, also welche Tür wir hier nehmen, ist egal. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Okay, zuerst die Tür. Ich bin jetzt leicht nervös wegen den vielen. Ah, da sehen wir einen Druiden. Dann kann Bastila auch gleich mal ihre Fähigkeit benutzen. Druiden betäuben. Hier. Und bin ich. Da sehen wir, wie sie funktioniert. Sie betäubt Druiden. Ach ja, wir haben hier übrigens noch einen. Deswegen, so. Und was sie auch kann, ist einfach nur betäuben. Das ist das gleiche bloß für Menschen. Wo ist eigentlich Kars schon wieder? Der faulenzt rum. Hat Angst vor den Kämpfen. Okay, dann machen wir das jetzt hier so. Im Prinzip kann man sehr gut die Kämpfe sehr gut bestreiten, indem man einen Machtkämpfer hat, die Bastila hier. Kars, ich bräuchte dich mal. Ah, du bist da, okay. Der bzw. die einfach dafür sorgt, dass alle sich nicht bewegen und dann haut man die, die sich noch bewegen, nach und nach um. Und los. So, damit haben wir den. Der hat ein schönes Schwert. Das will ich haben. Danke, Kars. Gut mitgearbeitet. Bisschen spät. Aber so bist du nun mal. Eine lahme Ente. Oh, nee, eine Ente. Wäre noch praktischer, die könnte fliegen. Du kannst nicht fliegen. Es sei denn, du hast eine große Mannschaft, die das für dich übernimmt. Warum bin ich so aggressiv gegenüber dem? Ich weiß nicht. Das ist merkwürdig. Ich mochte den eigentlich früher immer. Ich glaube, ich habe mich hier wirklich einfach entschieden, dass ich ihn hier nicht mag und deswegen mag ich ihn jetzt nicht. Klopf, klopf und klopf. Bastila, ich glaube, das kannst du auch betäuben, ne? Ja. Hier bin ich. Gut, dann das bitte auch. So. Und ihr seht auch, das nimmt dann auch noch sehr viel Schaden. Das ist auch noch ein großer positiver Punkt. So, dann gucken wir mal, was in diesem Waffenschrank ist. Flammenwerfer und Schilddisruptor für Druiden. Nett. Was haben wir hier? Granaten. Nett. Was haben wir hier? Energieprojektor. Okay, ich denke, das wird... Auch ein Disruptor war damit bei. Also der Energieprojektor und der Energiestrahlsplitter werden beide einfach für... Links da sein, für Aufwertung. Wären wir hier zuerst lang gegangen, dann hätten wir die Ionenwaffen gehabt. Dann wäre der Kampf mit dem gegen den großen Druiden noch leichter gewesen. Sicherheitsterminal. Achso, nee, wollten wir nicht. Machen wir nicht, ohne dass wir einen richtigen Hacker bei haben. Gucken wir mal, geht's hier irgendwo lang? Nee, da oben vielleicht. Aber wirkt nicht so. Nee, okay. Das ist einfach bloß ein komisch geformter Raum. Dann gehen wir mal zurück. Und rein in die SIS-Basis. Also momentan sind wir in der Militärbasis. Gleich gehen wir in die SIS-Basis. Quasi. Moment, ich glaube die Karte... Moment. Ja, Kontrollzentrum. Heißt die Karte hier. Oder ist das eine... Ne, das hier ist diese Markierung. Hier, Taris SIS-Basis. Warum steht dann trotzdem einfach nur SIS-Basis dort? Wie wäre es mit SIS-Basis erster Stock oder so? Damit man wenigstens weiß, ob man nach oben oder nach unten fährt. So, jetzt speichern wir aber. Okay, müssen wir jetzt nach vorne oder nach hinten? Ich glaube nach vorne. Wer wagt es, meine Meditation zu stören? Dafür werdet ihr bezahlen. Nun mal, ist das nicht der... Wartet. Ist das nicht der Kerl, der in den ersten Folgen mein Tutorial-Kerl getötet hat? Ist. Sehr stark. Wer hätte gedacht, dass es auf diesem unbedeutenden Planeten einen Machtadepten gibt?
Das ist ein Stadtplanet. Die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Nicht gewachsen. Mal sehen. Ja, ich werde es genießen, euch den Bauch aufzuschließen. Das klingt doch freundlich. Ah ja. Nährt den Hass und die Wut in euch. Fühlt die Stärke der dunklen Seite. Aber das kann euch jetzt auch nicht mehr retten. Dieses Treffen ist ein wahrer Glücksfall. Wenn ich euch vernichte, verleiht mir mein Meister gewiss mein Laserschwert. Baust dir selbst. Das ist der Punkt, bei dem die Jedi das besser machen. Da gehört es tatsächlich als Ritual dazu, das selbst zu machen. Bastila, wie wär's, wenn du mal versuchst, den zu betäuben? Hier bin ich. Oh, hier haben wir einen Debuff. Gucken wir uns den mal an. Ich weiß nicht, wie wir ihn uns angucken können. Oh, nein. Moment. Offenbar wurde die Verteidigung reduziert, aber... Ah, Moment, da stand es, glaube ich. Hier. Und da ist auch keine genaue Beschreibung. Wie nervig. Ich bin sicher, es steht hier irgendwo, aber ich kann es jetzt nicht direkt sehen. Jetzt hat er mir den auch noch aufgehext. Ja, Bastila sollte... Oh, Bastila ist betäubt. Yep, das kann auch vorkommen. Aber wir geben hier einfach mal einen Levelaufstieg, dann wird sich das schon regeln irgendwie. Was geben wir ihr sonst noch? Ja, geben wir ihr Bewusstsein, so. Talente, Machtimmunität betäuben. Ja, das hätte sie gut gebrauchen können. Unruhe verstärkt, das wäre ganz gut. Ja, geben wir ihr das erstmal. Wir benutzen sie primär jetzt als Schwertkämpferin. Und Kräfte... Druiden deaktivieren, ist natürlich sehr schön. Das ist auch eine schöne Fähigkeit. Angst, eben Gegner vor Angst erstarren lassen. Horror, das ist das gleiche nochmal mit mehr Kraft quasi. Machtstoß, Machtwirbel, auch sehr schön. Gibt so viele schöne Karten, so viele schöne Fähigkeiten hier. Erfahrungsstufe 9 braucht der Lebensentzug. Ich glaube, ich gebe ihr mal die Haie-Fähigkeiten jetzt. So. Das könnte ganz praktisch sein. Hier bin ich. Na, ganz klasse. Lasst euch alle betäuben. Ja, ist super. Ja? Okay, da hat sich der Schlag quasi direkt... Oh Gott, nicht! Nein, tu es nicht! Bastila! Ja, sehr gut. Und jetzt hau zu. Machen richtig kaputt. Hier bin ich. Und so. Ja. Und. Oh, da fällt Kars. Bewusstlos. Und da fällt Bastila und. Was zum? Das fand ich jetzt nicht freundlich. Nicht nett. Ja, ich fand's nicht freundlich. Okay, dann machen wir das jetzt einfach nochmal. So, wir lassen Bastila jetzt direkt den Levelaufstieg machen. So, heilen und... Ja, Bewusstsein, so. Talente, Macht und Immunität, Betäuben bekommt sie, sehr gut. Und... Moment, was haben wir hier noch? Geht die Verteidigung verbessert. Pff, nein. Hier, Unruhe. Oft zuschlagen. Ist gut. Machtwürgen ist auch schön. Aber wir geben ihr weiterhin einfach das Heilen. So. Das Heilen ist nämlich ganz praktisch. Damit kann sie... hier. Mit einem Linksklick aktivieren. Jetzt will ich das auch machen. Na. Was kann ich tun? Oh, war auf Pause. Okay. Hier, sie heilt alle im Umkreis. Sehr nett. Das Problem ist, dass ich jetzt
den Machtvorrat aufgebraucht habe und keine Geduld habe zu warten, bis er sich regeneriert hat. Deswegen stürmen wir jetzt einfach mal rein. Und Angriff! Wer wagt es? Ja, wissen wir. Du bist tot. Jetzt. Sofort. So, Bastila, du benutzt mal Unruhe und Kas, von dir möchte ich bitte ein paar harte Schüsse sehen. Ja? Oh, prima. Läuft doch gut. Also so im Vergleich zu eben. Okay, die Machtimmunität betäuben hilft offenbar nicht so doll, wie ich gerne hätte. Aber genug. Kas ist schön außer Reichweite geblieben. Bastila. Ja. Wollte mal ein bisschen auf Seitsäule machen. Ah, Tagesstartcode. Sehr gut. Tagebucheintrag. So. Dann gucken wir uns mal an, was wir hier so alles haben. Wir haben zum einen die Startcodes. Hier. Dieses Datapad enthält die Startcodes, mit denen du den Planeten verlassen kannst, ohne von den Automatikgeschützen der SIS angegriffen zu werden. Yay. Und irgendwo hatten wir hier noch diese Zugangskarte. Wird sich schon wieder anfinden. So, bringen uns diese ganzen Dinge was? Nein, da machen wir mal die Tresore auf. Durastahl, Computersonne, Sicherheitssonde, Kampfpanzer, nichts Besonderes. Und 500 Credits, yay, ich bin reich. Und jetzt können wir hier auch abhauen. So, ich denke, der Weg war relativ klar. Wir müssen jetzt nur hier lang und wenn wir am Gefängnis vorbeikommen, links abbiegen. So. Und damit haben wir auch wieder einen Spielabschnitt geschafft. Das heißt, ich beende nicht nur das Let's Play, sondern die Session für heute, die auch wirklich bloß dieses eine Spiel jetzt war, also dieses eine Video. Ich muss wirklich mein Zeitmanagement auf die Reihe kriegen, damit ich auch Vorrat habe. Naja, weil das Video ist wieder morgen. Egal, das interessiert euch wahrscheinlich eh überhaupt nicht. Deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und dass ihr ein paar Kommentare da lasst. Das wäre ganz nett. Mit Feedback und so. So, lebt wohl!